Servus Leute und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Far Cry 4. Entferne Kanterposter, wenn du welche siehst. Ja. Müssen wir und wir müssen auch. Moment, ich markiere mir erstmal das Ziel. Ist schon. Das Ziel ist hier oben. Wir sollen erstmal so schnell wie möglich die Vorräte, die wir jetzt eingesammelt haben, abliefern. Aber. Hä? Moment, ich schau nochmal kurz auf die Karte. Warum geht denn jetzt der Wegpunkt nicht? Wir müssten hier rechts eigentlich drumherum, aber das dauert doch länger als eine Minute. Oder sollen wir hier den Berg irgendwie hochkraxeln? Naja. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ja ein schnelles Gefährt, aber es geht erstmal abwärts mit uns. Ging nochmal gut. Oh, das Quad qualmt schon. Das sollten wir nicht zu oft machen. Hier liegen wieder Leute, die hätten wir beinahe überfahren. Ich glaube... Ah, kein Signal für die Fahrhilfe. Aber ich glaube, wir schaffen das hier jetzt nicht. Obwohl, wir sind schon da. Ging ja doch ganz schön schnell. Sah einfach weiter weg aus als gedacht. Na dann, klopf, klopf. Hier habe ich deine Vorräte. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Okay. Ich darf niemanden reinlassen. Du hast aber gerade unseren Atem da reingelassen. Pah. So genau nimmt er es dann doch nicht. Ja, das Gefährt sieht nicht mehr ganz so gut aus. Hier gibt's... Oh oh. Wir kriegen Besuch. Wieder wilde Hunde, aber wir brauchen ja das Fell von denen. Also müssen wir sie wohl oder umbringen. Und das war ganz schön knapp. Aber dann können wir uns gleich wieder was craften. Und das ist ja auch nicht schlecht. Kommt das... Oder eher gesagt, die Beute zu uns. Müssen wir uns nicht dahin begeben. Allerdings war das jetzt ein Rothund und kein Tibet-Wolfsfell. Schade. Aber das Fell brauchen wir auch noch. Ganz, ganz sicher. Ja, ich habe es in der letzten Folge ja schon angesprochen. Ich möchte oder wollte diese Mission noch machen und dann uns erstmal wieder der Kampagne widmen. Das habe ich auch vor. Allerdings... Wo müssen wir denn dazu hin? Amita ist das nächste Ziel, nicht Zabal. Na dann mal los. Allerdings haben wir noch keinen Weg gefunden, deswegen können wir das Navi noch nicht einsetzen. So habe ich das zumindest verstanden. Da sind wieder Wachen oder böse Leute. Oh, die haben ja was abgebrannt. Ich merke schon, wir kommen hier einfach wieder nicht zu Potte. Moment, ich habe doch jetzt meinen... Habe ich den doch nicht ausgerüstet? Oh nein! Verdammt! Verringer den physischen Schaden Nahkampf. Aha. So, jetzt haben wir ihm hier geholfen. Hier hat es ordentlich gebrannt. Hier gibt es noch schnell was zum Einsammeln. Ja, Munition, aber auch hier drin. Auf was schießt der denn noch, dieser Sack? Munition ist voll. Munition. Wow. Halten zum Lesen. Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Irgendwann ist ja auch mal gut. Ich wollte ja einfach mal weiterkommen. Hä? Oh, was ist das denn? Sieht aus im ersten Moment wie ein Hund oder wie ein Erdmenschen. Erdmann. Was ist das? Ein Lemur oder... Keine Ahnung. Honigdachsfell. Honig. Njam, njam, njam. Aber nun gut, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Wir haben ihm hier noch geholfen, haben jetzt das Auto liegen lassen und nehmen immer noch dieses alte, kaputte Quad. Ist das jetzt der Wegpunkt? Ja. Aber wir sind noch auf keinen richtigen Weg gekommen. Deswegen können wir hier noch nichts machen. Jetzt können wir dann eine Menge Tiere überfahren. Ah komm, wenn ich jetzt mal zwei, drei abgeräumt habe, muss ich das auch noch mitnehmen. Ihr merkt es wieder, ich lasse mich gerne ablenken. Aber das gehört dazu und wir müssen das ja im weiteren Spielverlauf nicht mehr unbedingt machen. Denn irgendwann haben wir die ganzen Teile zum Craften schon beisammen. Ich höre hier irgendwo ein Brummen. Ist das ein Bär? Ach nee, das war bloß das Geräusch, weil wir was eingesammelt haben.
Ich dachte schon, wir bekommen es jetzt mit einem Bären zu tun. Einen Bären haben wir ja schon gesehen, ich glaube in Folge 2. Die lasse ich jetzt einfach mal rechts liegen. Ah, hier funktioniert das Navi dann auf einmal, hä? Sowas aber auch. Ich könnte mir jetzt das Quad nehmen, aber das dauert mir jetzt zu lange. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht wogegen fahren. Ich sag's auch noch. Ja, so schnell kann es dann gehen. Ich hoffe, dass uns jetzt hier auch kein Gegenverkehr entgegenkommt. Da sind Leute, die kämpfen miteinander. Aber Leute, ich kann einfach nicht alles erledigen. Das habe ich schon in Watch Dogs nicht gemacht. Hier mache ich es vielleicht etwas eher. Aber nun denn. Wir sind wieder im Dorf angekommen. Wie ist es? Irgendwas mit B. Ich habe es schon wieder verpeilt. Das muss ich einfach noch bei mir einpflegen. Ja, der wäre Amita, aber ich möchte nochmal kurz den ganzen Krimskrams verkaufen. Dann haben wir wieder die Taschen frei für Neues. Die raucht schon wieder. Super. Stormer. Verkaufen. Nein. Oh, Luxusarmbanduhr. Ein Füllfederhalter auch noch. Silberarmband. Ja, Adlerfedern. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen, weil das war ja von den Tieren vorhin. Blech, Lunchbox. Ich habe ja vorhin, glaube ich, Lounge gesagt. Das war ja Quatsch. Plastik. Tiger. Das ist Müll. Fell, Notiz, Fell, Reisesack. Reissack, nicht Reisesack. So, die Felle brauchen wir noch. Könnten wir eigentlich auch mal verbauen. Munition finden wir schon wieder, deswegen nehme ich jetzt mal nichts mit. Ich gehe nochmal kurz auf die Karte, um was herzustellen. Was können wir denn machen? Hier hinten. Trage bis zu 3 Köder mit dir. Rothundfell. Machen wir doch. Haben wir das also auch? Fähigkeitenpunkte. Stimmt, wir hatten ja vorhin schon 2, die wir ja ausgeben können. Ah, nee, 3 haben wir sogar, wenn das denn die Anzeige dafür ist. Du hältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Damit hast du insgesamt 3. Werde ich wohl nehmen. Jetzt mal gucken. Wir hatten gerade 3. Ja, genau. Jetzt haben wir 2. Etwas unübersichtlich. Habe ich ja schon angesprochen. Aber was soll's. Oh, die erneuern gleich 4. Oh, gleich ein 4. Gesundheitsfeld. Oder was Aggressives. Unter dir einen tödlichen Takedown. Hm, wäre auch gut. Ich mache jetzt einfach mal etwas ausgeglichen hier. So, haben wir das und jetzt geht's zur nächsten Mission. Das habe ich euch gerade schon versprochen. So, Amita. Da sind wir, dein Tourist. Ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Oh, jetzt lernen wir das auch. Ah, der Tourist. Ah, wusste ich's doch. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hallo, Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Aha. Es ist Krieg. Auf einmal. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Du bist Koch, Jamie. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra. Oh. Was machst du? Ja, einen ganz normalen Bogen. Versuch's nochmal. Ich habe ja vorhin schon den Tech-Pro-Bogen gekauft. Trifft dich mit Kanan, aber ich habe den vorhin nicht ausgerüstet. Das bringt mich gerade auf eine Idee. Das sollten wir vielleicht noch machen. Die Affen bringe ich jetzt nicht um, weil das scheint mir doch ja das Haustier hier zu sein. Jagdbogen, ja, wissen wir schon. Kaufen und anpassen. Den Bogen wollte ich haben. Den habe ich ja noch nicht ausgerüstet. Irgendwie wollte das nicht so richtig. Ach so, wir können noch nicht mehr mitnehmen. Ja, na klar, wir haben noch nicht mal eine Seitenwaffe. Macht Sinn, macht Sinn. Nichts kaufen oder verkaufen? Nee, wir haben schon gekauft, verkauft. Je nachdem. So, der Kollege ist allerdings woanders. Dann machen wir das doch mal. Unser schönes Quad steht noch hier. Ach, ist wieder ein ganzes Stück weiter, oder? Na gut, dann fahre ich einfach das Stück. Kann das mal einer reparieren, aber schöner. Ja? Okay. Komisches Geräusch war das gerade eben. Ja, schön umgelenkt hier.
Ja, so kompliziert ist der Weg jetzt hier nicht, als dass ich da ein Navi bräuchte. Und da ist auch wieder ein Glider. Und jetzt sind wir auch schon... Nur Seitenwaffen. Okay, haben wir schon gemerkt. Wir hatten ja bloß den einen Slot. Haben die AK-47 abgelegt. Und treffen uns jetzt mit Kanan. Gibt es hier wieder Bienen? Nein. Fuck. Wildschwein. Sieht nicht mehr ganz so appetitlich aus. Du Saufsack, bist das so Kanan? Na dann erzähl uns mal was. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... irgendein... Ist eine Frau. Problem mit wilden Tieren? Hallo. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Okay, die kippt hier ein nach dem anderen hinter die Binde. Oh, Tibet-Wolfsfell, das brauchen wir auch. Das ist dann eigentlich unseres. Das geben wir nicht wieder her. Das behalten wir dann für uns. Na, einfach mal schauen. 120 Meter sind es noch. War wieder so ein Flattervieh. Jetzt haben wir nur Seitenwaffen. Okay, das war also eine Seitenwaffe. Na, jetzt heißt es wieder abschätzen. Ich werde aber erstmal markieren. Oh, nur Seitenwaffen und unser Messer. Na, das kann ja was werden. Mal schauen, ob ich noch in der Übung bin mit diesem Bogen. Mit R können wir das Spannen abbrechen. Oh, deutlich drüber. Okay, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ah, jetzt haut das Vieh ab. Halten, um den Pfeil zu ziehen. Und loslassen zum Schießen. R entfernt den Pfeil. Ja, das kennen wir gerade eben noch. Können wir den Pfeil wieder aufsammeln. Friss das. E halten. Na komm. Jawohl. Das klappt noch nicht so ganz, aber es war einfach nur eine Gewohnheitssache. Köder haben wir auch gefunden. Pfeil wieder eingesammelt. Jetzt können wir wieder taggen. Okay. Ja, was gibt's denn hier? Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Was sollen wir denn eigentlich suchen? Um Gegner markieren und ihre Bewegungen zu verfolgen. Okay, Gegner sollen da hinten sein. Ich habe jetzt erstmal wieder nach Tieren Ausschau gehalten. Aber Wildtiere sind ja gewissermaßen auch Gegner. Da liegt, glaube ich, ein Typ da hinten. Jetzt haben wir uns hier etwas umgesehen und müssen die Tiere wieder umbringen. Ja, ganz im klassischen Stile eines Jägers mit Pfeil und Bogen. So habe ich Far Cry 3 überwiegend ja, bestritten. Da gab es ja auch noch Feuerpfeile, Explosionspfeile, ganz normale Pfeile, Betäubungspfeile, glaube ich auch. Ich hoffe, das gibt es hier wieder. Dann wird der Bogen wieder eine meiner beliebtesten Waffen sein, weil es auch die beste Waffe für den Stealth-Weg ist. Schade. Jetzt aber. Gut. An das andere Vieh komme ich jetzt gerade nicht so wirklich ran. Obwohl, hier. Hey, halt! Oh, jetzt kommt das Vieh hier hoch, oder? Habe ich es jetzt getroffen? Es hat so gezuckt. Wir haben noch 6 Pfeile. Also könnte ich es noch weiter probieren. Ich glaube, wir haben den Baum geschossen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal runter. Zerstöre den Wolfsbau. Na, dann werden die doch erst recht aggro. Sind hier noch mehr solcher Tiere oder bloß 2? Gut. Erstmal bloß 2. Wir müssen ja uns erstmal mit der ganzen Situation mit Pfeil und Bogen anfreunden. Sauberer Kill. Doppelte Ausbeute. An Erfahrung nehme ich mal an. 8 Pfeile haben wir wieder beisammen. Mit dem Köcher können wir das Ganze auch wieder ausbauen. Noch ein paar Felle mitnehmen. Da hinten ist noch eine Schatztruhe. Und dann sollen wir noch diesen Wolfsbau hier zerstören. Das haben die aber nicht selbst gebaut. Aber wir können das bestimmt einreißen. Vielleicht mit einem Molotow? Mal schauen.
Oder mit diesen Fässern hier, okay. Aber erstmal schauen, dass kein Stein über uns ist. So, der Bau sollte jetzt Geschichte sein, oder? Nee. Ah, doch. Kehre zu Kanan zurück. Na, mal hoffentlich. Mal hoffen. Ja, mal hoffentlich. Hoffen wir mal, dass die alte Dame. Dass die alte Dame jetzt einfach mal gesprächiger ist. Den habe ich ja gar nicht bemerkt, den guten hier. Aber immerhin bekommen wir so wieder ein Fell. Wie sich AJ oder ich nenne ihn einfach auch mal Jamie wegen der Synchronstimme der Deutschen nenne, ekelt sich vor diesem Fleisch. Ja gut, macht man auch nicht alle Tage, auch nicht wenn man aus Amerika kommt, vielleicht noch aus einer Großstadt und nicht von einer Ranch in Texas. Dann ist das nun wirklich ungewohnt für einen. So, hier gibt's wieder was. Da drin. In diesem kleinen Schuppen. Ein Plastikelefant, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir haben jetzt 164.000 ein paar zerquetschte Rupien. Ich habe ja am Anfang Kyrats gesagt. Ziemlich einfach habe ich es mir da machen wollen. Aber Rupien, das ist hier die Währung. Oh, hier ist auch Amita. Und Badra. Badra, wie geht's dir? Hör, wie kommt die jetzt von links nach rechts? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Mm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das? Tanker, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra. Der nächsten Tarun Matara. Hä? Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Mhm. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden. Okay, sie ist da ganz andere Ansicht. Eher moderner Stil, Amita. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Okay. Aber Amita scheint mir doch recht sympathisch zu sein, nachdem sie am Anfang nicht ganz so war. Der Wolfsbau, Mission beendet. Ja gut, Sabal. Genau. Wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja. Oh. Er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus tickt nicht ganz Longinus. Sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Bei Longinus gibt es also Waffen. Ja, da können wir uns dann ausrüsten. Das L markiert ihn bestimmt. Wer alles andere wäre auch seltsam. Hier fährt wieder jemand krumm. Naja. Aber es ist mal wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ja, die Zeit verfliegt richtig. Ein Glück, dass ich eine Uhr habe und ab und zu mal drauf schaue. Ansonsten werde ich hier, glaube ich, ellenlange Folgen bringen. Nun denn, das war's soweit mit dieser Folge. Wir werden, glaube ich, wieder gleich angegriffen von einem. Das war bloß das Schwein. Ich dachte, das wäre wieder ein Adler. Ich hoffe, wir sehen uns einfach zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.